Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter Estranged. Wir haben in der letzten Folge einen Hammer gefunden. Und mit dem Hammer wollen wir jetzt gerne auf den Kopf eines Zombies hauen. Oder wahlweise dem Nacken, der uns da erst fast abgeballert hat und uns dann nochmal hier unsere Waffe abgenommen hat, ne? Da kriege ich ja einen Wuthut auf, wenn ich sowas mitkriege. Okay, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Können wir hier hoch? Wie, weil die so ein bisschen schief ist, können wir doch nicht hochklettern, oder was? Also das finde ich jetzt albern. Sowas darf nicht passieren, Leute. Die Leiter ist um 2 Grad geneigt. Ist doch klar, dass ein Mensch dort nicht hochklettern kann. Was ist das da? Was war das für eine Bewegung? Taucht hier ein Zombie gerade durch die Gegend? Irgendwas war da doch gerade. Irgendwas ist hier faul. Ah, warte mal. Können wir auf diese Leiter rauf? Das geht doch nicht. Die war doch auch geneigt. Das Spiel macht mich total nervös. So, hier geht's lang. Aber vielleicht auch hier. Nein, hier ist zu. Ihr wisst ja, ich mag zu Türen, ne? Weil dann weiß man immer, da kann man schon mal nicht lang. Da liegt einer. Der will uns bestimmt gleich holen. Hier könnte ich rüber. Will mich aber erst mal hier umschauen. Oder sollen wir den erstmal kaputt hauen? Nee, okay. Hier ist wahrscheinlich irgendein Puzzle-Quatsch. Okay, der ist aufgestanden schon. Was müssen wir denn hier machen? Sollen wir den erstmal kaputt hauen? Ich komme doch bestimmt rüber. Können wir mal hier ein bisschen Platz machen, bitte? Bams. Bams, bams. Hast du nicht gehört? Sehr gut. Zack. Oh. Okay. Was bringt uns das jetzt hier, dass wir hier drauf sind? Gar nichts. Oh. Oh. Okay, also dann kann ich hier rauf. Aber ich will das noch untersuchen da. Komm her, Digga. Ah! Wow, wow, wow. Okay, das war ein bisschen lustige Physik. Immerhin brauchen wir aber nicht allzu viele Schläge. Das entnervöst mich zumindest ein bisschen. Wow! Okay, es gibt keine Headshots mit dem Hammer. Anscheinend. Oh, und ich muss das noch üben. Zombies machen mich total fertig. Können wir mal jetzt bitte eine Schusswaffe finden? Wobei, wie ich mich kenne, werde ich dann immer nur noch den Hammer benutzen, weil ich dann denke, wir haben sonst zu viel, zu wenig Munition. Kacke Arsch. So, jetzt haben wir uns ein bisschen geheilt. Wären wir jetzt aber auch nicht hier runtergegangen, wären wir auch nicht verletzt gewesen, dann hätten wir uns auch nicht mehr heilen müssen, du. Ein Teufelskreis. Ein Geben, ein Nehmen, ein Plus, ein Minus. Oh. 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 Okay, like a boss. Okay, hier geht's auf. Das heißt, wir gucken nochmal, ob die Tür aufgeht. Nope. Aber da geht's. Hallo? Die Spannung steigt. Wird der Fischkopf das überleben? Ich glaube nicht dran. Ich glaube, wir machen hier bald einen Hopsi. Wir sind aber bisher... Okay, doch, wir sind schon mal gestorben, als uns Hans Joachim mit der Shotgun einen weggeballert hat. Ja. Okay. Ich frage mich, warum es Menschen gibt, die quasi nicht mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Sondern eher irgendwie dafür sorgen möchten, dass die sterben. Bei so einer Zombie-Apokalypse. Ich meine, auch wenn man von so einer Firma ist, die das vertuschen will. Naja. Sowieso geht das jetzt nicht auf hier. Mach mal auf, bitte. Ich will da rein. Hallo. Was geht nicht?
Da hinten ist eine Tür, seht ihr das? Ja gut, aber da komme ich jetzt nicht ran. Mal auf hier. Und runter, hoch. Hoch. Hoch finde ich auch mal besser. Hoch klingt immer mehr nach raus. Raus hier. Oh nein. Okay, den treffen wir nicht von hier aus. Oh nö. Oh shit. Nein. Wir sind runtergefallen. Ja, das ist schön. Immerhin haben wir uns aber nicht verletzt. Easy peasy, Alter. Zombie irgendwo? Ich höre irgendwo irgendwas. Hier können wir nicht aufmachen. Hier ist noch ein Schraubenschlüssel. Nehme ich lieber mal mit, ne? Okay, ich lasse ihn liegen. Schreibe ihn nicht an. Oh. Nee. Okay. Cool bleiben. Zu. Cool bleiben. Immer noch cool bleiben. Okay. Weiter geht's. Immer schön die Obacht halten. Ich frage mich, ob es möglich ist, die Zombies so zu hauen mit immer zurückgehen, dass sie einen nicht verletzen. So, dann gucken wir gleich mal weiter. Erstmal hier die Optionen auschecken. Hier ist zu. Und hier. Lass mich durch. Lass mich. Lass mich durch. Auch zu. Okay. Wenn ich so einen Eimer sehe, will ich immer mitnehmen, damit ich irgendwo Lava mitnehmen kann oder Wasser. Oh, kann man hier... Das testen wir jetzt mal aus. Kann man den füllen mit Wasser? Nee. Das geht nicht. Die Physik. Die Physik. Okay, hier ist ein Leck. Ich stelle mal da einen Eimer hin. So, alles safe. Jetzt wird alles trocken. Oh, hier kann man auch lang. Aber ich will erstmal hier gucken. Tür ist zu. Geht nicht auf. Ist ja meistens so bei Türen, die zu sind, dass die jetzt nicht aufgehen. Okay, das hat man hier schon durch die Wand gesehen. Finde ich gut. Hier müssen wir irgendwie Strom ausmachen, oder was? Mal kurz nochmal die Kisten aufmachen. Nichts drin. Zack. Strom ist aus. Jo. Okay, ich bin alter Profi in sowas, ne? Sieht man ja. Zombie? Also so nach dem Gefühl wird es Zeit für einen Zombie. Und da ist er auch. Ja, komm her. Komm her, Digga. Wenn du was willst. Kannst du was abholen? Hab mal was vorbereitet. Arsch. So, hier liegen Sachen. Was ist das? Batterie? Ich glaube ja. Yes. Wir haben Licht. Können wir da hoch? Nope, da kommen wir nicht irgendwie oben drüber. Hier ist aber eine Tür. Nee, doch nicht. Okay. Zack. Bam. Hier immer, wenn man in der Nähe von so einem Ding hier ist, dann macht das so lustige Effekte, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Alles klar, keine Angst mehr haben. Obwohl hier jetzt der Zombie kommt, ist egal. Oh, ich wollte auch ausprobieren, ob man weglaufen kann. Ah, nein, kann man nicht, kann man nicht. Oh. Alter. Ich habe mir ordentlich Energie verloren. Und so ein Hammer, den hätte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen effektiver vorgestellt. Also wenn man da jetzt auf den Kopf zielt, finde ich, sollte man One-Hit-Kill machen können. Warte, hier kann man nicht drüber. Vielleicht sowas hier noch. So. Aber ich muss mal ganz kurz gucken. Kann man das hier aufmachen? Nein. Es sieht so türig aus, aber ich glaube, das ist gar keine Tür. Okay, dann lass mich mal hier rauf. Okay, das lief jetzt so mittelgut. Also noch mehr Kisten, ne? Okay, alles klar. Dann machen wir das anders. Machen wir so. Sowas, ne? Und die kann man kaputt machen. Nee, auch nicht.
okay. Das läuft ja bisher ganz gut hier mit den Kisten. Wieso geht das nicht? Es müsste doch eigentlich gehen. Oh. Okay. Wir machen es mal so. Geht das jetzt bitte? Yeah, like a boss. Haben wir hier noch irgendwas zum Looten? Nein. Okay. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, so Spiele, wo man eine Story abspielt. Und nicht so Sandbox-mäßig sich aussuchen kann, was man macht. Oh, hier liegt irgendwas. Geil, man sieht das durch die Wände. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Das haben wir jetzt auch sehr gut gebrauchen können. Haben wir hier noch irgendwas? Nope. Da könnten wir hochklettern, wenn wir das wollten. Hier noch ein Zombie? Ja. Geh schnell dahin. Yeah! Okay, das war sehr gut. 3 Hits, ja. Das müssen wir uns bitte merken. Hier kann ich auch nicht aufmachen. Nö. Kann man hier vielleicht irgendwie so... Nee. Kann man hier jeden Schrank aufmachen? Nein. Geht diese Tür hier auf? Ja. Aber wir checken vorher noch, ob wir hier hochkommen. Das sieht mir nämlich ganz danach aus. Zack. Sowas. Oh. Oh. Nee. Wie machen wir das? So. So. Da hinten ist noch Shit. Komm mal mit, bitte. Okay. So, jetzt mit Bedacht. Sowas. So. Das müsste, eigentlich müsste das so klappen, du. Ah, oh, dieses Springsystem hier. Ah. Ah. Okay, die Tür geht auf. Das heißt, wir könnten da hoch wollen. Wie ich mein Glück kenne, ist es so, dass wir da lang gehen gleich. Pass mal auf. Okay, pass mal auf. Wir gucken uns das mal an. Hier und dann geht's gleich rechts, ne? Ne, geht's nicht. Okay, dann müssen wir leider nochmal probieren, da hochzukommen. Wie machen wir das jetzt? Wie move wie dat? Hier näher ran, sowas. Sowas. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Schieb mich hoch, Digga. Okay. Brauchen wir hier noch eine Kiste? Okay, da ist jetzt noch eine Kiste. Was aber bedeutet, dass wir hier noch eine Kiste brauchen. Aber wir haben ja hier eine Menge Kisten. So. Bitte, ja. Und das hier vielleicht noch dahin. Okay. Jetzt wird's klappen. Pass auf. Oh. Okay, das war nicht so gut. Ist auch alles sehr wackelig immer. Wenn man irgendwo rauf kann, ist immer sehr... Oh, 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 das sieht gut aus. Okay, kann man hier noch rein? Nee, sehr gut. Das wären zu viele Optionen gewesen. Wie, der ist schon tot? Lieber auf Nummer sicher gehen, du. Okay, da hat mich ein bisschen erschrocken. Und das ist, was ist das jetzt hier? Das ist einfach nur ein Scherz, oder was? Das ist jetzt einfach nur ein... Ist das euer Ernst? Errungenschaft! Abendnachrichten! Na toll! Jetzt habe ich mir den Wolf gepackt mit den scheiß Kisten und habe eine blöde Errungenschaft dafür bekommen. Kann ich mir auch nichts von kaufen, du Arsch! Toll! Hatten wir den schon? Ja. Ach ja, ich erinnere mich. Phew. Wo müssen wir lang? Ist das hier der Hauptweg? Kann ich hier mal bitte sauber machen, kurz zwischendurch? Ja, ab in den Keller, ne? Ab in den Keller. Was ist hier? Guck mal, das Windows drauf. Sogar XP, Alter. Und da ist noch ein Zombie. Können wir hier rein? Nope.
Hier, das können wir aufbrechen. Oh, komm her, Digga. Komm her. Komm. Na? Kannst du mich hauen? Ich glaube nicht. Ich dich aber auch nicht. Cool. Komm her. Hier bin ich. Da ist ein Schlüssel. Yeah. Bam. Erledigt. Wie jetzt? Was steht da? Steven. I'm running late. Can you put the key back, please? I owe you a beer, mate. Okay, da ist irgendwer zu spät für irgendwas gewesen und hat gefragt, ob irgendwer diesen Schlüssel irgendwo hin tun kann. Ja, was mache ich jetzt damit? Kann ich hier irgendwie... Ah ja, okay, da musste er rein. Kann man die Tür hier noch oder die Tür hier vielleicht noch aufmachen? Nein. Dann, weiter geht's. Hier. Lass uns vorher hier nochmal gucken. Zu. Sehr gut. Scheiß Hammer, ne? Okay. Also wenn man Kisten kaputt machen kann, dann muss man sie auch nicht für irgendwas hier benutzen. Zum Aufeinanderpacken. Hallo? Hier scheint nichts zu sein. Ich glaube, in Kisten wird auch kein Loot sein. Oh, hey. 1, 2, 3. Sehr gut. Wenn die sitzen, kriegt man die eigentlich ganz gut weg. Gebolzt. Okay, hier geht eine Tür auf. Ich würde gerne vorher nochmal hier gucken. Ach, fuck. Okay, darüber komme ich jetzt auch nicht. Aber warum gibt es denn diese Treppe hier? Tür zu. Besser ist das. Lalala. Okay, Serverraum. Oh, shit. Nein. Okay. Okay, das war sehr, sehr gut gelöst. Oh, fuck. Was war das denn? Nein. Alter. Was ist denn da passiert? Wieso ist denn da was explodiert, Digga? Okay. Ist hier noch irgendwas? Geiler Fernseher. Richtig geiler Fernseher. Oh. Oh, kaputt. Oh, Entschuldigung. Eieiei. Ei. Oh, das tut mir leid. Okay. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Oh. Hier ist auf. Können wir hier noch aufmachen? Nein. Diese vielen Optionen. Okay, doch nicht. Ach, hier sind wir eben runtergefallen, oder nicht? Hm. Zu, oder was? Wo ist denn diese Frau und diese Tochter und alles? Scheiße, du. Zombie. Schnell dahin. 2, 3. Sehr gut. Die haben eigentlich wenig Chancen gegen mich. Mittlerweile. Spiele ich ja hier wie ein Boss. Ja, guck mal. Hahaha. Okay, Leute, hier geht's weiter. Und jetzt müssen wir da runter. Und das werden wir auch tun, aber erst ab der nächsten Folge, Freunde. Und ich möchte euch an dieser Stelle fragen, findet ihr das Spiel interessant?
Ich finde es so mittel. Vielleicht passiert noch was Cooles. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr das überhaupt interessant findet und ob ihr wollt, dass ich es weiterspiele. Denn ich mache hier eine Pause bei der Aufnahmesession. Und wenn jetzt, ich sag mal so, wenn jetzt genug Leute sagen, sie wollen es eigentlich gar nicht weitersehen, sie finden es gar nicht cool, oder nicht genug Leute sagen, sie wollen es weitersehen, dann würde ich es eventuell lassen. Ja? Wir gucken uns das mal an, wie so eure Reaktionen da sind. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Das war euer Fischkopf, bis dann und tschüss!